Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zu einer weiteren Folge NBA 2K24 gegen die OKC Thunder. Wir sind 2-1 hinten, so ein bisschen ein ähnliches Szenario wie schon gegen die Trailblazers. Nur, dass hier in der letzten Folge entsprechend sich jemand Wichtiges bei dem Thunder verletzt hat mit Jalen Williams. Gucken wir hier nochmal drauf. Ihr drittbester Spieler ist erstmal komplett raus für diese Serie. Er könnte zwar im Laufe der Playoffs nochmal eingreifen, aber auch nur, wenn die Thunder weiterkommen. Wir gehen direkt rein in Game 4 und schauen, in welche Richtung geht es. Geht es eher Richtung Lakers, dass man hier nochmal ausgleichen kann? Oder können die Thunder hier sogar mit einem 3-1, sage ich mal, einen dicken Step Richtung Conference Finals machen. Wir spielen mit Cameron Payne, weil Bronny James ja auch angeschlagen ist. Austin Reeves, Rui Hachimura, LeBron James und AD gegen Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Lou Dort, Kenrick Williams jetzt hier und Chet Holmgren. Und Williams sollte attackierbar sein für uns. Das dürfte die große Schwachstelle sein bei den OKC Thundern. Aber schauen wir mal. Let's go hier in diese Partie. Es wird einfach extrem wichtig sein, dieses Mal so ein bisschen aufzupassen in Sachen Fouls, dass man da nicht wieder zu viel kassiert. Na, gute Defense. Campaign. Nochmal zu mir gespielt hier den Ball. Giddey. Verteidigt uns. AD kommt zur Hilfe. AD kriegt den Ball. AD macht den Ball stark. Ganz stark von Anthony Davis. Hat den Ball bekommen und dann gemacht. Ich muss kurz was gucken. Genau. Sorry, Leute. Zack. Hat mich gerade schon gewundert, aber. Bildschirmeinstellung war nicht perfekt. Da habe ich ja verschiedene Modis für Bearbeiten und eben für Zocken. Auf jeden Fall geht er jetzt hier mit dem Thunder das Ding reingemacht. Ist echt geil, wenn man so verschiedene Modi auch am Bildschirm und Co. hat. Ne? Wahrscheinlich für jeden jetzt für euch voll average. Aber ich muss sagen, ich feiere das. Weil man so wirklich fürs Arbeiten und Co., ne? Sag ich mal, und auch fürs Bearbeiten und Co. einfach einen eigenen Modus hat. Und dann nochmal fürs Zocken. Und dann merkt man das aber auch. Jetzt hier geht er. Ich langweile euch nicht jetzt mit meinen Bildschirmeinstellungen. Giddey. Ah, macht die nicht rein. Rebound bei uns. Austin Reeves. Freier Dreier. Macht er leider nicht rein. Schade. Aber positiv. Wir haben 2 Minuten gespielt und noch keinen Foul Trouble. AD, du musst das verteidigen. Einfach hier der Fake von Shai und damit die beiden Gegenspieler da springen lassen. LBJ. Campaign hat den erstmal, das war nicht perfekt. Wir gehen in die ISO. Kickout. Sehr schön. Hachimura macht ihn rein. Ja, Kenrick Williams muss attackierbar sein für uns. Den müssen wir immer und immer und immer wieder attackieren. Kann er Dreier, ist die Frage. Ja, kann er, okay. Sollten wir schon etwas näher dran sein. Boah, LBJ. Hachimura. Bekommt den Screen. Na! Bitter. Weil wir stehen eigentlich gut. Wir haben jetzt nichts Illegales gemacht, aber gut, wenn der Ref das so entscheidet, müssen wir es natürlich akzeptieren. Hauptsache, wir haben hier nicht gleich wieder das zweite. Williams. Jetzt müssen wir uns um Holmgren kümmern. Ui! Wirft einfach über LeBron James. Hochcontesteter Shot mit 44% und trotzdem kein Problem. LeBron? Nein. Shai. Giddey.
Josh Gede auf Holmgren. Lou Dort. Und da ist AD dran, stark. Was macht AD da? Nicht gut. Holmgren. Macht ihn nicht rein. LeBron. LeBron James jetzt hier im Post oder was? Der Ball zu AD. Wir sollten AD anspielen. Der hat das Mismatch. Einmal darüber. AD, mach es jetzt. Komm, du hast das Mismatch gegen ihn. Schöner Kickout auf LBJ. Der ist drinne. Stark gespielt hier von den Lakers. Holmgren. Oh, ich lasse Williams ein bisschen zu sehr ziehen. Und da macht Chad Holmgren den rein. Geht er mit dem Assist am Ende. AD mit dem Screen. Williams kann mich da nicht wirklich aufhalten, aber Holmgren hatte seine Finger dazwischen. Ganz, ganz stark. Shay. Oh, das geht so einfach. Richtig aufhalten können wir den leider bisher nicht. Ja, der Ball ist bei uns. Mismatch. Das sollten wir nutzen. Machen wir nicht rein, ne? Okay. Das Überpowern ist natürlich für einen 40-Jährigen auch ein bisschen schwierig. Egal wie der Name ist. Und schön noch verteidigt. Sehr schön. Dann jetzt hier LBJ. LBJ. Kickout. Sehr schön. Austin Reeves trifft den. Minute 3 gehen wir das erste Mal in die Summe. Boah, stark. Nein. Ah. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ich meine, zwar vor ist es noch nicht so kritisch, aber wir müssen trotzdem ein bisschen aufpassen. Der Dreier. Rebound bei uns. Ich sag dazu gar nichts. Liga führende mit Assist. LeBron James 8,8. Lediglich Trae Young und noch ein paar andere waren vor uns. Aber lediglich Trae Young hat vor allem auch Double Digits bei den Assists. G'day. Oh, Foul von AD. Klares Ding. Ich bemerke gerade, dass ich hier kein Wasser habe. Minus. Auch der ist drin. LeBron. LeBron. Schöner Kickout. Und wenn die Roleplayer treffen, ist alles richtig gut. Weil das brauchst du neben LeBron James und AD. Shooter, 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 die einfach treffen. Holmgren. Boah. Der Ball ist bei uns. Austin Reeves. Hachimura mit dem Screen. LeBron, gib den nochmal rüber da. Der Screen ist gut. LBJ von der Midrange. Den mache ich nicht rein. Sowas muss Money sein. Shay. Shay. Macht ihn nicht. Rebound Nummer 4 schon bei uns. Der Ball jetzt hier auf AD. Nochmal auf LeBron. Stark. Kickout. Mach ihn Pain. Schade. Gede. Macht ihn rein. Stark. Auch wie Gede so ein bisschen seinen Gegenspieler wegstößt. Jetzt hier AD. AD mit dem Fadeaway. AD mit Brett und Fadeaway. Stark. Oh.
Wir haben bisher noch gar nicht so viel gescored. Ach. Williams. AD macht das stark. AD macht das stark. Rebound ist auch bei AD. LeBron. LeBron will sich da jetzt einfach durchpowern, zieht das Foul. Zieht hier ganz stark das Foul. Versucht jetzt eben auch mal hier selber aggressiv zu sein. Der ist drinne. Der war nicht perfekt. Eine defensive, eine offensive Aktion machen wir noch. Shai Gilgeous-Alexander. OJ. OJ, Shai. Macht ihn leider, okay. Macht den Dreier rein. Und jetzt hier gegen Williams. Können wir uns durchsetzen? LeBron gegen Williams. Den machen wir nicht rein, okay. Schade. Gehen wir Richtung Ende zweites Viertel. Und es sieht nicht schlecht aus. Fouls nur zwei bei uns. LBJ. Mo Bamba am Start. Mo Bamba mit dem Screen. Ui, der war gar nicht gut. Und Reeves macht ihn dann rein. Stark. Vielleicht sollten wir LeBron sogar gleich eine Pause geben. Wegen dem Gatorade-Zeichen, was schon da ist. Ja, das war jetzt ein bisschen suboptimal, aber sie nutzen es einfach nicht. Reeves. Versuchen uns hier durchzupowern. Und LeBron macht den. 17 Punkte, 7 Rebounds, 7 Assists. Stark. Momentan ist die Tendenz ganz stark Richtung 2-2. Shai Gilgeous-Alexander. Nein! Boah, ich weiß ja nicht. Egal, wir sind dann eh erstmal jetzt kurz raus. Gehen wir. Ah, sind wir wieder drinne. Also nur eine kurze Pause gewesen. Aber egal, besser eine kurze Pause als keine. Ey, die ist da stark. Daniel Theis ist auch mit am Start. Ja, jetzt hier LeBron. LeBron hat Bock zu zerstören. 19 Punkte. Shai Gilgeous-Alexander. Ja, diesmal haben wir da nichts versucht in Sachen offensives Foul. Oh, LeBron cuttet rein. Ja, das war schwierig. Habe ich gar nicht gecheckt, dass er Alley-Oop anspielt, um ehrlich zu sein. Da habe ich nicht richtig geschaltet. Oh, jetzt hier der Pass nach vorne. Der Pass nach vorne, der muss kommen. LeBron hat den. AD kommt zur Hilfe. AD ist da. Na, das klappt nicht. Das war dann ein bisschen sehr wild. Boah, wir stören, leider faulen wir. Viertes. Aber immerhin verhindern wir das, verhindern wir die einfachen Punkte. Das ist wichtiger. Und schon verwirft er einen. Sehr schön. Alter, die haben mich echt nochmal reinrotiert für die paar Sekunden. Gehen wir Richtung Mitte, drittes Viertel. Das sieht echt schon sehr gut aus. Aber wir gucken mal. 15 Punkte sind wir vorne. Das ist ein angenehmer Vorsprung. Jetzt hier Shai. Shai auf Chet Holmgren. Mo Bamba. Foul, sagt der Ref. Holmgren jetzt hier. Macht den. Macht beide rein.
LBJ wirklich nur 54% Energie, also das ist zu wenig. Die müssen denen auch mal eine Pause geben eigentlich. Der Mann ist 40. Screen. Auch wieder nur eine kurze Pause leider. Also das LBJ braucht eine längere Pause, weil sonst sind wir komplett mit Gatorade-Zeichen die ganze Zeit. Ich nehme nochmal eine Timeout, um wieder raus zu rotieren. Weil das macht so keinen Sinn, sonst sind wir im letzten Viertel komplett im Eimer. Und da muss er fit sein. So. Und jetzt spielt's mal zu Ende. Schon wieder. Schwachsinn. Wir nehmen nochmal eine Timeout, um LeBron wieder rauszunehmen. Das macht so keinen Sinn. Ich muss im letzten Viertel fit sein. Wir sind jetzt bei 67%, Mann. Come on. Lass ihn bis zum letzten Viertel mal draußen, Coach. Ja, Alter, das nervt! Es ist dumm! Lass ihn draußen, Coach! Lass ihn draußen! Er braucht eine Pause! Da, ich spiele das jetzt so einfach. Ja, okay, egal, komm. 11 Sekunden irgendwas, das können wir jetzt noch kurz machen. Dann gehen wir rein ins letzte Viertel. Daniel Theis mit dem Screen. LeBron James macht nochmal hier die Punkte. Nochmal gut gestört, stark. Stark gestört hier. Gehen wir rein ins letzte Viertel, Leute. 2-2 oder Vorentscheidung. Wobei das mit 15 Punkten echt gut aussieht. Ja, let's go, komm. Spielen wir. Josh Giddey. Giddey hier am Ball. Giddey macht ihn rein. High contested, aber kann ihn verwandeln. LeBron. LeBron James. Der Ball geht dorthin. Der Fake von LeBron. Versucht sich jetzt hier körperlich durchzusetzen. Geht nochmal raus. Der muss jetzt genommen werden. Schön. Ey, wir sind 16 Punkte vorne. Eigentlich müsste das gut gehen hier. Wir nehmen LBJ gleich nochmal raus. Gucken, wie viel Zeit dann vergeht, weil eigentlich sieht es doch gut aus. Daniel Theis. Double Screen. LeBron. Schade. Na, schwierig. Rebound bei uns. Nähern uns den Triple-Double immer mehr. LeBron. LeBron. Powert sich durch stark. 98-80. Das Ding ist eigentlich durch. Eigentlich müsste das Ding durch sein. Giddey. Josh Giddey. Dort auf Wallace. Na, der ist drin, ne? LeBron jetzt hier. LBJ. Körperlich jetzt hier, oder was? Daniel Theis angespielt. Kann er das? Nein, macht er nicht rein. Aber Mo Bamba ist da und macht die Per-and-One rein. Ganz stark. LBJ nochmal raus. 9 Minuten 52 hier. Bei 9 Minuten 42 ist er wieder drin. Wozu wechsle ich ihn überhaupt aus? Aber wir gehen erstmal jetzt hier in die Zimmer, weil ich glaube nicht, dass wir nochmal rein müssen. Nein. Nein, nein, nein. 40, 9 und 12 stark. 50% aus dem Feld. 50% Dreier.
Hachimura ordentlich Davis. Okay. Wir werden jetzt aber rausfinden, in welche Richtung es geht, denn ich simuliere Game 5 wieder. Und dann gehen wir nochmal rein und schauen mal, ob es Richtung Lakers OKC Thunder geht oder vielleicht sogar Richtung Game 7. Und es geht definitiv hier Richtung Thunder erstmal. Okay. Also hier ging nicht viel für uns. Shea 30. Ey, das deutet sich wieder danach an, dass wir hier das nächste Game 7 haben. Also hier haben wir 5, da haben wir 5, überall haben wir 5 Spiele mindestens. Und wir gehen jetzt rein gegen die Thunder mit Payne, Reeves, Hachimura, LBJ und Davis. Gegen Shea, Gide, Dort, OJ Anunoby und Chet Holmgren haben auch gemerkt, okay, mit Williams kannst du nicht wirklich spielen. Na gut, das hätte ich dir wahrscheinlich auch vorher sagen können. Gucken wir mal, wie sich das hier entwickelt. Wir spielen die ersten 4-5 Minuten im ersten Viertel. Gehen dann Richtung zweites Viertel. Und gucken jetzt mal. Es ist schon wieder hier ein Spiel, das unser Saisonende bedeuten könnte. Wir haben jetzt schon echt viele Do-or-Die-Games gehabt. Und jetzt LeBron. LeBron macht die ersten Punkte hier stark. Giddey. Shea. Shea macht ihn. Austin Reeves kriegt den Ball nicht. Shea Gilgeous-Alexander jetzt hier. Gide auf Chet Holmgren. Holmgren hat eigentlich das Mismatch. Müsste sie eigentlich suchen. Gide gegen AD. Schwer. Ganz schwer. Oh, jetzt ausgedrückt. Josh Gide. Gide hält den Ball. Shea Gilgeous-Alexander macht ihn nicht rein. Rebound bei LBJ. Schöner Screen, LeBron. Oh, der ist nicht drin. Shea macht ihn rein. Tough. Toughes Ding hier gegen AD. Trotzdem das Ding reingemacht. Ah, den Ball auf uns gegeben. LeBron. LeBron, Kickout. Punkte, stark. Rui Hachimura. Holmgren. Shea Gilgeous-Alexander. Oi, das geht zu einfach. Ey, die hat ihn ein bisschen zu einfach gehen lassen. Der Ball auf Payne. LBJ. LBJ. Wieder im Aus, okay. Ja, LeBron nach wie vor der 5. beste Assistgeber hinter Chris Paul, Darius Garland, Tyrese Halliburton und Trae Young. Das ist also die Top 5. Wahnsinn, auch Chris Paul auch mit dabei. Also hier CP3 und LBJ. Zwei absolute Altmeister in der Assistliste ganz weit vorne. Zwei Basketballer auch mit dem höchsten Basketball-EQ of all time. Das kann man, denke ich, definitiv so sagen. Ja, Shea macht den. Der hat Bock, Shea. Der hat Bock. Okay. Lou Dort. Clean. Clean reingemacht, das Ding. Der Ball zu AD, der nimmt den direkt. Ja, Midranger geht nicht rein. Ich muss mich jetzt um Holmgren gleich kümmern. 12-7, 12-5. Vielleicht können wir gleich dafür sorgen, dass wir wenigstens 7 haben. Jetzt hier LBJ gegen OJ im Post.
Nein. Aber wir holen uns den Offensiven und dann machen wir die Punkte stark. Shaker ist Alexander. Jetzt kriegt OG den Ball. Starker Stil von Hachimura. Gut gesteht das Ding. Jetzt der Ball auf LeBron James. Gutes Transition Game. Minute 4 erreicht. Gehen wir Richtung zweites Viertel. Gehen wir da in die Mitte. Und ach du Scheiße, wir sind richtig weit hinten. 25 Punkte. Das ist jetzt die Phase des Games, wo wir einfach sagen müssen, wir müssen punkten, 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 um das irgendwie noch zu retten hier, weil sonst ist Feierabend. Also wir sind in der Phase des Games, wo wir sagen müssen, wir müssen jetzt hier einfach irgendwie das hinkriegen. Wallace. Holmgren. Wallace. Holmgren will dann natürlich Richtung Post gehen. Was jetzt? Illegal Block von Holmgren, okay. Sehr gut. Aber Shay kommt rein. Jetzt wird es erst richtig schmerzhaft, wenn Shay reinkommt. Holmgren kümmert sich um LeBron oder was? Kann da aber nicht wirklich mithalten. Kein Foul, sagt der Ref. Okay. Sehr interessant, dass sie Holmgren gegen mich stellen. Josh Giddy. Holmgren nimmt den. Trifft ihn nicht. Das heißt, AD hat doch safe ein Mismatch, wenn sie Holmgren gegen mich stellen wollen. Spiel den Ball auf AD, verdammt. Stark, komm AD, mach ihn. AD, mach ihn. Du bist körperlich überlegen. AD. AD hat den. AD macht ihn wieder. Ich. Jetzt muss ich mich plötzlich um Shay kümmern. Na super. Ey, ich bin schon ein bisschen älter hier mit LBJ. Stark von AD. So muss das laufen. Der Pass dorthin. Zerstör. Es ist dieses Duo, das liefern muss. Es wäre gut, wenn wir es schaffen können, bis Minute 2 den Vorsprung der Thunder auf vielleicht so 10 zu reduzieren. Das wäre schon ein Erfolg. Shai Gilgeous-Alexander gegen Payne. Ja, der ist nicht drin, gut. Der Ball auf AD. Och, AD, geh doch. Du hast den schwächeren Gegenspieler vor dir. Zerstör ihn mit deiner Körperlichkeit, Mann. Shai Gilgeous-Alexander. Macht ihn rein. High contesteter Wurf für ihn, kein Problem. Und jetzt hier LeBron. Der Fake, Kickout. LeBron. Auf AD. Na super. Ganz schwieriges Ding, aber wir kriegen's los. Wir kriegen's los. Puh. 23 Punkte nur noch, in Anführungsstrichen nur noch. Es ist wirklich momentan Monster-Comeback oder Saison aus. Ach, das geht so einfach, ja. Das geht so einfach. AD mit dem Screen. AD kriegt den, mach ihn bitte. Yes. Shai Gilgeous-Alexander. Oh, schöner Kickout. Ja, das tut weh. Wir müssen versuchen, eben zu helfen, um Shai aufzuhalten, und dann kommen sie halt einfach so. Chad Holmgren. Ey, die poste dich einfach auf, verdammt nochmal. Du musst zerstören gegen deinen Gegenspieler. Ich cut gerne rein. Ich versuch's. Gib ihn stark. So kann man's auch machen.
Aber wir sind nicht wirklich näher rangekommen. Wir gehen Mitte drittes Viertel. Das ist immer noch super weit weg. Wir sind jetzt eher Ende drittes Viertel. Wir sind halt super weit weg immer noch. Ganz schwierig. Das sind 28 Punkte. Also fast 30 Punkte Unterschied. Der Ball auf Mo Bamba. Ey, ich weiß nicht, wie wir hier zurückkommen sollen. Es müsste jetzt wirklich komplett verrückt laufen. Wir können uns schon fast mehr die Frage stellen, was machen wir in der Offseason? Shay? Gegen zwei kann er sich dann doch nicht durchsetzen. LBJ. LeBron James, gib dir nochmal ab. Mach ihn, Vanderbilt, du hattest dreimal die Chance, den reinzumachen. Du hattest dreimal die Chance, den reinzumachen, Mann. LeBron, nein. Wir müssen auch irgendwo uns so aufstellen im nächsten Jahr, dass LeBron nur noch etwas weniger als 35 Minuten geht. Sonst ist das mit dem Gatorade, also mit der Energie einfach, da sind wir überlastet sonst. Der geht rein. Gleich werden es nur noch 24 Punkte. Das ist immer noch ein Haufen. Ein Haufen an Punkten, Leute. Den man hier aufholen muss. OJ. OJ. Schwierig. LeBron verteidigt es nicht schlecht. Jetzt kommt Gede. Shai Gilgeous-Alexander auf OJ. Das geht so einfach, aber Bamba. Das ist doch kein Foul, Mann. Das ist so ärgerlich, weil wir es hinkriegen, dass sie 1,2 Sekunden nur noch auf der Shot Clock haben, da irgendwas probieren müssen. Wir gucken mal. Mohamed Bamba hier. Boom. Das war sauber, komm. Was sagt der Ref? Ja, okay, ist confirmed. Gehen wir in die Summe Richtung letztes Viertel, komm. Boah. Ey, wir gehen nochmal rein. Aber ich sag euch ehrlich, 29 Punkte aufzuholen ist crazy. Jetzt sind es, ja, ganz entspannte 31 Punkte. 31 Punkte müssen wir aufholen. Ref, können wir bitte spielen? Gib mal die Pille her. Hallo. Hello, we want to play, please. Please let us play. Yes, my name is LeBron James. This is Rui Hachimura. This is a OKC Thunder player and we want to play basketball, please. Give him the ball. Please. Give him the ball, man. Okay. We do it easily. Give him, please, the ball. Ich bin nett zu dir, du kleiner Ruh. Gib mir den scheiß Ball. Okay, wir müssen in die Simmo. Ah, nicht Simcast Live, ey, hässlich. Wer spielt Simcast Live? Jetzt mal for real. Hereinspringen. So. Okay, wir machen es nochmal. Hello, can you give me the ball or to Rui Hachimura, please? Danne Lucazzo de Pallone, Mann. Geht doch. Jetzt aber. Okay, wir müssen doch simulieren. Funktioniert das jetzt? Och Mann, ey, jetzt nervt doch nicht. Ich will doch nur zocken. So. Jetzt aber. Wir können nicht weiter zocken. Wir können einfach nicht weiter zocken. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass wir weiterkommen, ist bei 0,1% oder so. Das wird wahrscheinlich eh nichts, aber ich hätte es wenigstens versucht. Bro, I shoot your fucking mom. Give him the fucking ball, please. Ehrlich, hol Ja Morant, hol Ja Morant. Die ganze Familie von denen muss einmal abgeschudelt werden. Einmal Ja Morant bitte holen. Ey, was ein Scheiß. Was ein Scheiß.
Ja gut, Leute. Am Ergebnis hätte es wahrscheinlich nichts mehr geändert, aber ich hätte gern irgendwie noch was versucht. Am Ende des Tages sind wir hier raus. Trotzdem Double-Double von LBJ, trotz Austin Reeves mit 26 Punkten. AD Double-Double, das reicht nicht gegen Shai Gilgeous-Alexander, Holmgren und Co. Die LA Lakers sind raus. Keine Conference Finals. So. Die anderen sind alle in ein Game 7 gegangen, okay. Die Kings aber sehr deutlich, muss man sagen, gegen die Golden State Warriors. Krasse Bonus, dickes Triple-Double, Murray gut. Trotzdem natürlich bitter. Ich meine, Curry hat alles versucht, aber der Rest ist echt, ja, sehr bescheiden. Dann hatten wir hier Respekt an Detroit, dass sie bis zum Game 7 gekommen sind. Aber Mitchell hatte Bock, Mobley hatte Bock, da war nichts mehr zu holen. Und dann haben wir hier auch in Game 7 die Bucks. Haben sich dann knapp durchgesetzt durch Giannis und Lillard. Die Superstar-Power dann doch etwas stärker. Gegen Halliburton und Co. Okay, simulieren wir die nächste Runde. Da haben wir einmal hier 4-1 und 4-2. Und jetzt haben wir Giannis Antetokounmpo und die Milwaukee Bucks. Holen sie sich den zweiten Titel? Oder holt sich Shai Gilgeous-Alexander den Titel? Und meine Prediction ist, die Bucks in 6. Ich gehe mit den Bucks. Aber wir gucken mal. 1-0 Thunder. 1-1. 2-1 Thunder. 3-1 Thunder. 4-1 OKC Thunder. Finals MVP Shai Gilgeous-Alexander mit 22,4 Punkten, 8,6 Rebounds, 8,8 Assists, 2 Steals, 1,6 Blocks. Quoten seht ihr ebenfalls. Herzlichen Glückwunsch an die OKC Thunder und den Titelgewinn. Also, gefühlt bei jedem Safe läuft es aktuell für die Thunder. Vielleicht in der Realität ja auch, wer weiß. Haben auf jeden Fall die NBA Championship gewonnen und damit können wir auf jeden Fall sagen, ey, wir sind ausgeschieden gegen den späteren Meister. Bevor wir hier komplett beenden, gucken wir natürlich auch nochmal auf LeBron James grundsätzliche Leistung in den Playoffs. Das interessiert mich dann natürlich schon. Bevor wir hier auf komplett gucken, gucken wir erstmal auf die erste Runde. Da haben wir mit LBJ in 7 Games 21,7 Punkte aufgelegt, also richtig stark. Fängt an jetzt hier zu haken. Das ist nicht mein Aufnahmeprogramm oder so, sondern das ist in-game-mäßig, warum auch immer. Auf jeden Fall 10 Rebounds von LBJ, 8,1 Assists, also wirklich stark. 1,9 Steals, 1,9 Blocks. Quoten soweit auch okay mit 45,6%. Dreier etwas schwach, aber auch nur 7,3 Dreier genommen. Ja, 27,5% ist schon sehr übel. In den Quarterfinals haben wir dann LBJ mit 27,7 Punkte gehabt. Also auch hier, LeBron hat übernommen. Rebounds und auch 9 Assists hier, 1,2 Steals, 1,5 Blocks, 50,4% aus dem Feld. Die Dreier plötzlich viel besser geworden mit 45,9% Dreiern. Also an sich kann man hier LBJ nichts vorwerfen. Wenn man jetzt auch mal komplett drauf guckt, ist das stark, was er hier liefert in den Playoffs. Das muss man einfach sagen. Klar, Dreierquote könnte noch ein Ticken besser sein, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Wenn man die anderen sich anguckt, AD am Ende mit einem Double-Double. Trotzdem war aber seine Präsenz mir nicht stark genug. Aber man muss schon sagen, dass ein Anthony Davis gerne auch mal um die 24 Punkte machen darf. Austin Reeves hat seinen Teil gemacht. Bronny kann man nichts gegen sagen. Er ist Rookie, wurde überraschend Rookie of the Year, hat eine geile Regular Season gespielt und spielt in der Postseason überragend. 15,1 Punkte, 3,5 Rebounds, 6,2 Assists. Trifft vor allem gut aus dem Feld, trifft 42,0% Dreier, zweitbester Schütze nach Saric, aber mit einem ja fast dreifach so hohen Volumen von der Dreierlinie. Also Bronny James ist die Entdeckung dieser Season gewesen, das muss man sagen. Und ja, Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge zur Offseason. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich auf jeden Fall. Euer Velo schmiert sich ab und bye bye.